Okay, machen wir mal 7th Sector. Heißt es eventuell? Schauen wir mal, was das ist. Auch bei diesem Spiel, wie eigentlich bei fast allen, die wir heute spielen, habe ich einen Key bekommen, was ich ja immer sehr nett finde. Warte mal. War das nicht gerade das gleiche Intro wie bei Awesome P? Und Awesome P war ziemlich awesome. Habe ich da tatsächlich zufällig oder vielleicht absichtlich von dem gleichen kleinen Mini-Publisher zwei Keys bekommen? Ah, interessant. 7. Sterilisation. Ich hoffe, das sollte man nicht lesen können, was da steht, weil ich... keine Chance. Oh, Nikki, the homeless golf ball. Das hat mir den letzten Nerv geraubt. Awesome P war wenigstens... Das hat von der Steuerung her einfach Spaß gemacht. Das war nicht so frustrierend. Aber Nikki... Also dieser Nikki, der hat mich fertig gemacht. Na, das sieht bis jetzt interessant aus. Auf jeden Fall, 7th Sector. Was auch immer das ist. Postapokalyptisch vielleicht? Oder einfach nur super Industrial Punk Zeugs oder so. Oh mein Gott, der echte Tobi macht wieder eine Subscribe Party. Verschenkt wieder Subscriptions. Und wie sie ins Glas reinpurzeln. Das ist immer wieder schön. Nein, da fallen sie raus. Bleib doch drin. Warte mal, ich muss das Glas... Ich will das kurz an- und wieder ausmachen, weil das ist einfach so schön, wenn die da reinpurzeln. Ja! Glas ist das Beste. So. Danke, der echte Tobi. Danke, Tobi, nochmal für die vielen Subscriptions, die du schenkst, die du gibst, oh Herr Tobi. Spiel starten. Moment mal, echter Tobi. Ist das Herr der Ringe-Referenz? Wegen Tabak und so. Oder? Jetzt verstehe ich das erst. Oder heißt das echter Tobi, was die rauchen? Alter Tobi, genau, alter Tobi, nicht echter Tobi. Laufen? Hä? Wer bin ich denn? Ich bin das da. Okay, irgendwie cool. Wow, ich finde das gerade ziemlich freakig und ziemlich cool. Ich bin irgendwas, das aus dem Fernseher ausbrechen will. Okay. Ich bin creepy. Ah, das ist dein teuflisches Geheimnis. Schade. Ich bin... so eine Art KI, elektrische Lebensform. Aber was jetzt? Ich kann auf A wirken. Und weiter kommen wir hier gerade nicht. Oder ich weiß zumindest nicht wie. Soll ich mal versuchen, in der anderen Seite rauszukommen? Gehen wir nochmal in den Fernseher. Das ist irgendwie cool. Ich mag das. Ich mag den Stil gerade. Das ist irgendwie... Das hat was. Was musst du drücken, wenn du subscriben willst?
den... Wo ist denn der? Ja, da gibt es den Abo-Knopf. Der müsste direkt unterm Video sein, glaube ich, oder? Haben die irgendwie umgebaut? Ich finde gar nichts mehr. Oh ja, gut, was, gute Besserung. Aber zum Glück. Normale Erkältung oder so. Oben auf Abonnieren am PC. Oben, ach so. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Ah ja, da können wir überspringen. Ah, ich bin gespannt, wo das Spiel hinführt. Eine interessante Idee auf jeden Fall. Fällt mir jetzt schon irgendwie. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Sind die blauen Punkte hier irgendwie wichtig? Kann ich hier rüber? Ah, okay. Kabel sind nicht sehr gut isoliert. Anlauf. Kann ich Turbo boosten oder so? Ich kann da einfach ein bisschen beschleunigen. Okay, cool. Ah ja, okay. Ich habe die Lampe kaputt gemacht. Oh oh. Ich hoffe, ich habe mich dadurch nicht verraten. Aber hier kommt, gehen wir jetzt nicht weiter. Ich finde das ziemlich interessant und ziemlich clever bis jetzt, das Ganze. Ich frage mich, wo das noch hinführt. Kann ich in die Glühbirne springen? Oh, ich kann die kaputt machen. Aber der Kerl, der da hinten raucht, lässt sich davon nicht beirren. Hi Gary, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Vielleicht zu der Glühbirne? Nee. Interessant, interessant. Entspannt. Die haben sich bestimmt noch die ein oder andere interessante Idee einfallen lassen. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Ah, jetzt kann ich von unten in die Lampe. Ich müsste da hoch. Oh, sind da jetzt böse Elektroimpulse, die mich nicht berühren dürfen? Weil ich sonst überschrieben werde oder irgendwie sowas. Oh oh. Nein! Oh ja, und wie? Cool. Ah, lauf! Nein! Ah, okay. Okay, da kommen die nicht hin. Warte ich noch einen ab. Und dann ganz schnell wahrscheinlich rüber in die Mail springen. Ah! No! No! Okay. Warte mal. Wow, das ging gerade schnell. Kann ich irgendwie schneller springen? Nee, irgendwie... Wenn, dann weiß ich nicht wie. Aber gut, wir haben es geschafft. Jetzt gehen wir mal in die Mail. Stramberg ist außer sich vor Wut. Blockiert Server. Habe ich das jetzt geschrieben oder nur gelesen? Und wenn, was jetzt? Puh, keine Ahnung, was jetzt. Der Stromberg ist außer sich vor Wut auf jeden Fall. Okay. Bleibt jetzt mein Fortschritt erhalten, dass Stromberg außer sich vor Wut ist? Das ist die Frage. Autsch! Aha. HD. Thank you.
Ja, die Mütze ist toll, oder? Ich finde die auch super. Yay! Okay. Wer lässt denn hier immer diese abgetrennten Kabel liegen? Wer würde sowas machen? Abo-Spielzeug. Oh, okay. Da komme ich wieder da lang. Nee, da geht's nicht weiter. Müssen wir wahrscheinlich erst wieder irgendwas kaputt machen oder so. Hm, ja auch nicht. Oh, ob ich... Das wäre ja cool. Die könnten ja theoretisch das so machen, dass man auch mal Maschinen steuert irgendwie richtig. Weil ich hinten gerade die Abo-Werbung sehe. Okay, irgendein Rätsel. Ich muss insgesamt wahrscheinlich unten das Symbol erzeugen. Wenn ich das so mache, das so und das, es geht nicht. Dann anders. Das erfordert ja richtig Vorstellungskraft. Schrecklich. Okay, das sieht gut aus. Ja. Jetzt können wir hier den Schalter drücken. Und jetzt... Weiß ich aber immer noch nicht, was wir jetzt machen. Das Spiel sieht interessant aus, aber... Jetzt fehlt mir noch so der Punkt, wo ich sage, boah, das ist cool. Ist jetzt eher so... Mhm. Okay, hier müssen wir nichts mehr machen. Was müssen wir da machen? Muss ich den Schalter nochmal drücken? Damit er wieder loslässt, die Kugel? Dann können wir in die Kugel. Oder so. Tatsächlich. Ah ja, na schau. So, ich habe irgendwas gemacht. Ich habe noch irgendwas gemacht. Aber wer weiß was? Ich nicht. Das sieht richtig aus. Ich weiß nicht genau, weil ich den unteren Magnet eingeschaltet habe, bleibt die Kugel jetzt hier oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Na gut. Weiter geht's. Ja. Und jetzt? Würde ich gerne... Ah, warte mal. Play. Ich schätze mal, ich bleibe auf dem Creepy-Kanal, oder? Recht leiser. I don't get it. Was ist denn das mit dem Licht da hinten? Ich verstehe das Rätsel nicht.
Und ist der Lautsprecher eine Satellitenschüssel oder? Bioshock-Flashbacks bei den Rätseln. Ja, dieses Schlossknacken. Und so. Aha! Es passiert was. Es ist was passiert. Ich hätte die Nachricht nur einmal mit voller Lautstärke durchspielen lassen sollen. Wir sind aber leider immer noch nicht fertig, scheinbar. Wir haben jetzt nichts gemacht, der hat automatisch gewechselt. Lass das vielleicht auch mal durchlaufen. Dann reagier da. Ich komme hier leider nicht mehr raus aus dem Radio. Das ist das, was mich irgendwie verwirrt. Ich muss offensichtlich noch irgendwas machen. Ich verstehe das nicht. Das wäre natürlich super, Felix. Bei mir scheitert es auch gerade an meiner Inkompetenz, glaube ich. Ich check wirklich überhaupt nicht, was das Spiel hier gerade von mir will. Und ich finde es schade, weil ich würde echt gerne noch ein bisschen weiterspielen. Aber... wie? Ich habe den Raum jetzt auf blau umgestellt. Gut. Das Licht sinkt irgendwie mit. Soll ich nochmal diese komische Gruselnachricht abspielen? Spielen wir nochmal die Gruselnachricht ab. Er reagiert auch nochmal drauf. Das Licht. Jetzt ist es wieder zurück auf Rot. Ich glaube, wir haben einen Rückschritt gemacht, statt einen Vorschritt. Oder so. Okay. Wahrscheinlich müssen wir die Tracks in der richtigen Reihenfolge abspielen. Ich dachte, ich hätte alle durch. Aber jetzt lassen wir 4 durchspielen, auch wenn das ein bisschen nervig ist. Dann lasse ich 5 von vorn bis hinten durchspielen. Und wenn das nichts bringt, fangen wir bei 1 an. Und lassen alles durchspielen, von vorn bis hinten. Insofern haben wir jetzt Zeit, um mit den Ohren zu wackeln. Und vielleicht mal einen Schluck Cola zu trinken. Ich freue mich ja, dass das Licht da hinten so viel Spaß hat, aber ich finde auch, grün ist besser als rot, oder? Eine grün leuchtende Lampe ist ein besseres, ein positiveres Signal als eine rot leuchtende Lampe. Zumindest ist es kulturell so verankert in uns. Okay, Lied 5 scheint nichts zu bewirken. Dann spielen wir doch jetzt einfach mal Lied 1. Oh, wenn irgendwo eine versteckte Nachricht wäre, kann ich irgendwo 4, 2, 5 stehen oder so. Ich stehe da nirgends. Und ich komme nicht mehr aus dem Radio raus. Ich bin jetzt hier drin gefangen. Vielleicht auf Pause drücken und dann. Ich komme nicht mehr raus. Ich kann nur noch hier die Bedienfelder bedienen.
könnte mal ausmachen. Ja, aber. Auf das Lied reagiert er jetzt fast gar nicht. Auf Lied 5 hat er immerhin ziemlich stark reagiert. Aber da ist jetzt gerade. Einmal hat er kurz gebläht. Ich weiß auch nicht, ob es was mit der Lautstärke zu tun hat. Seventh Sector. Was soll das? Was ist das hier für ein Rätsel, bitte? Das versteht niemand. Die Lautstärke an den Track, der er spielt, anpassen? Da reagiert er auch nur leicht jetzt irgendwie. Und irgendwas hat es mit ihm nicht zu tun. Na gut, Track 3. Wenn der jetzt auch nichts macht, haben wir alle durch. Der reagiert aber jetzt schon stark. So richtig, oder? Keine Ahnung. Ah, jetzt komme ich doch wieder raus. Okay, keine Ahnung, warum das jetzt ging. Aber es hat irgendwie funktioniert. I am sorry. 6804? Kann das sein? Bisschen verschwommen. Oh, Badewanne. Moment, jetzt habe ich vor lauter Leiche in der Badewanne, habe ich die Nummer vergessen. 6804. Okay, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Na, Hauptsache wir sind weitergekommen. Hochspannung. Ob das ein wie heißt Foreshadowing ist, dass jetzt wird spannend, so von wegen. Jetzt kommt der kritische Teil der Story. Ah, ein typisches. Es bewegen sich immer mehrere Schalter, wenn ich einen Schalter bewege, Rätsel, oder? Ja, aber ich glaube, das ist sehr leicht, weil ich glaube, jetzt habe ich es. Ja, genau. Okay. So, wo bleibt jetzt die Hochspannung, die mir hier versprochen wurde? Und wenn wir was für einen Liebkasten machen können. War ich das etwa? Ah, warte mal, wir müssen wahrscheinlich insgesamt auf 220 kommen, ne? Wahrscheinlich. Ah, das ist ja super. Kopfrechnen. wie viel sind das jetzt? 110. 150, 160 wären das jetzt. 160? Das ist leider 10 zu viel. Schade, aber warte mal. Yeah! Thank you.
Geschwindigkeitspassagen mit einem Stromwubbel in der Leitung. Auch nicht schlecht. Ah, das ist echt gemein, weil der braucht auch noch Zeit zum Beschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen kann. Schon sehr schnell hier, das Ding. Ja, na, wunderbar. War gar nicht so schwer. Interessantes Spiel auf jeden Fall. Interessantes Konzept. Oh, Kraftfeld. Was? Hat das mir gegolten? War ich das etwa? Habe ich was getan? Hoffe nicht. Komme ich da über den Stecker? Ja, der ist gut. Der ist nicht böse, der Stecker. Ein guter Stecker. Braver Stecker. Danke, Stecker. Okay, Eberlade? Welcher Eber? Was? Überlade vielleicht? Oder? Reicht nicht ganz, oder? Und schnell den da auch noch zum Rotieren bringen. Weil der andere wieder zu langsam wird. Okay, wieder zurück. Vielleicht haut's hin. Oh, komm schon. Nur noch ein bisschen. Nein, jetzt habe ich mich verfahren. Jetzt habe ich mich verfahren. Ja, war schon ein bisschen knifflig. Ach komm schon, das gibt's ja nicht. Ja, na also. Ja, und was haben wir jetzt genau gemacht? System is damaged. Ist jetzt das Kraftfeld oben vielleicht aus? Eberladen. Ja gut, der Eber ist jetzt ordentlich geladen, würde ich sagen. Der Eber braucht keinen Strom mehr. Hey, manchmal kann ich so instant Supersprünge machen. Manchmal braucht er ewig zum Springen. Würde gern rausfinden, was ich da anders mache. Okay. Menschen im Hintergrund. Zivilisation. Novigrad. Internationale Stadt. Novigrad? Das ist die Zukunft des Witcher-Universums. Kann ich leider nicht lesen. Dein Schild. Kann ich da reinspringen in den Automaten? Ne, dann muss ich wahrscheinlich hier... So, vier oder zwei, irgendwie, keine Ahnung. Oh, die wollen erstmal ganz schön viel rechnet hier. Ist das 4222 da unten? Ja, kann eigentlich nicht sein. Ist es dann vielleicht nur 222? Oder so. Ah, gibt es zufällig minus 1? Das wäre super. Schade. Ah, es ist wirklich nur das erste. Ist nur ein Blitz wahrscheinlich. Ah, ich dachte, das war's abgeschrubbert. Aber gut. Wir haben irgendwas gemacht. Ich weiß meistens überhaupt nicht, was wir überhaupt gemacht haben in dem Spiel. Aber irgendwas haben wir gemacht.
Ich schätze, das war gut. Ich mal in die andere Richtung. Da war doch vorher eine Abzweigung. Vielleicht wäre es da noch weitergegangen. Na, die Pfeile da hinten würden aber... Ich weiß nicht, ob die für mich gelten, die Pfeile da hinten. Die würden sagen, ich muss schon da lang, wo ich war. Aber schauen wir mal. Hier ist scheinbar nichts. Na gut. Wahrscheinlich doch noch mal da weiter, wo wir waren. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich habe 220 eingegeben und dann wurde der Bildschirm schwarz. Ist sonst noch was passiert? Ich habe gerade in den Chat geguckt, als das passiert ist. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Wird. Kann man hier vielleicht? Ah, okay. Wir können ja einfach durch. Missing. Missing Persons. HD. Na, da kommen wir anscheinend nicht rüber. Fehlt was. Na gut. Ja, was denn dann? Okay. Türschloss. Hier Roboter gesucht. Da werden Roboter gesucht. Irgendwie. Für irgendwas oder so. Ja. Wie bewege ich das? Aha. Ach, da haben sie aber. Das sind wirklich. Oder alle Videospielrätsel ever haben sie hier zusammengetragen. Machst du echt einen 24-Stunden-Stream? Nee, jetzt nicht. Da war schon der 24-Stunden-Stream. Das sind die Spiele, die ich für den 24-Stunden-Stream gekauft hatte. Die ich allerdings nicht gespielt habe. Die ich quasi im 24-Stunden-Stream nicht mehr geschafft habe. Die arbeiten wir jetzt heute ab. Okay, ich habe hier eine Tür geöffnet. Moment, jetzt ist sie wieder zu? Hätte ich bei der Tür warten müssen vielleicht. Machen wir das nochmal. Eigentlich ist jetzt eh für heute schon wieder Schluss, nämlich. Aber ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht noch ein bisschen. Okay, die Tür ist wieder zu. Ich kann auch nicht mehr ins Türschloss. Und... der HD-Box waren wir auch schon. Da kann ich auch nicht rein. Was bedeuten die Symbole über mir? Ah, warte mal. Das ist eine Reihenfolge. Die verstehe ich nicht. Okay, ich verstehe nicht. Muss ich drücken, wenn er R macht? Oh, das ist ein bisschen blöd, oder wie? Nee. Ah. Hä?
Verstehe ich wirklich null. Ah, ich bin wieder eine humanoide Gestalt. Aber wahrscheinlich nur kurz. Oh. Setzen. Ah, warte mal, die... Was? Die Bildschirme bringen mich um, oder wie? Die roten Bildschirme sind für mich tödlich. Ist das weird? Ist das weird? Irgendwie cool auch. Moment, wie geht das jetzt gleich nochmal mit dem Ducken? Ei. Ah, Mensch. Oh, das ist schwer. Irgendwie hat das Spiel eine tiefgründige Metaebene, die zum Nachdenken anregt. Vielleicht sollten wir das philosophisch betrachten. Na, ich glaube, das auf jeden Fall. Das will uns auf jeden Fall hier eine Message überliefern. Allein in seiner Ästhetik. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, welche Message das sein soll. Elektronisches Leben ist auch cool. Wollen wir Technik so weit gehen lassen, dass wir künstliche Intelligenzen haben, die durch unsere Fernseher laufen, ihren eigenen Willen haben, ihre eigene Motivation, vielleicht auch leidensfähig sind? Könnte man alles reinlesen, wenn man möchte. Wer weiß. Sicher, oder? Aber wahrscheinlich müsste ich hier sicher sein. Aber muss ich irgendwo hin oder so? Wahrscheinlich reicht es nicht, wenn ich einfach nur rumhocke. Ich muss wahrscheinlich irgendwo hin. Nee, stimmt nicht. Ich finde es sehr interessant, aber irgendwie weiß ich auch nicht recht. Irgendwie sterbe ich dauernd. Das finde ich nicht gut. Ich mag nicht gern sterben. Das muss man nur merken, die Reihenfolge, ne? Das kriegen wir nicht voll in einem Zyklus, leider. Na gut. Aber es sind vier Schlösser im Grunde, die ich mehr oder weniger öffnen muss. Fangen wir an. Zack, so, gehen wir rüber. Unteren weiter. Jetzt muss ich wahrscheinlich bei dem unteren weitermachen. Nein, nein, oh Gott. Ah, okay, nochmal. Simon Says spielen. Jetzt bleibe ich mal hier noch im Zyklus. Jetzt gehe ich gegenüber unten. Jetzt fange ich mal wieder von vorne an, aber wahrscheinlich ist das nicht so. Nee. Unten bleiben, also zweimal unten jeweils. Na, von mir aus, machen wir nochmal. Mann, ey. Jetzt ändert der
Jetzt ändert der hier seinen Zyklus oder so. Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Jetzt dachte ich, ich hab's quasi. Jetzt verändert der das, wenn was aber eingeknackt hat quasi. Mensch. Finde ich nicht gut. Warte mal, das kriege ich hin. Nachdem der dann nach oben gestampft hat, kann ich da ganz lange bleiben. Ja, genau. Okay. Der Rhythmus bleibt. Ich hätte drücken sollen, oder? Ich weiß nicht. Das war so. Ich glaube, da muss man am Schluss. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich finde das Spiel nicht schlecht. Ich finde das sogar cool. Ich finde das eine interessante Idee. Ich wäre sehr gespannt, wo das noch hinführt, weil ich weiß nicht, ob wir das beim nächsten Mal noch weiterspielen. Es gibt aber tatsächlich, glaube ich, noch ein paar Spiele, ein paar kleine Indie-Spielchen, die wir vielleicht beim nächsten Mal noch anschauen könnten. Dann wäre nächste Woche, nächsten. Nee, warte mal, jetzt passt auf. So ist es. Nächste. Ich glaube, so eine ausgeprägte KI wäre eher gefährlich als hilfreich. Naja, ich meine, kommt drauf an, für wen. Wenn wir Leben erschaffen, quasi, und das wäre ja so eine ich-bewusste KI, und die ist so viel besser als wir, dann sind wir selber schuld. Dann können wir nur hoffen, dass die gnädig ist uns gegenüber. Es könnte Potenzial für die Menschheit sein, wenn wir so eine super, wenn wir unseren eigenen Gott erschaffen. Oder vielleicht haben wir die nächste Evolutionsstufe geschaffen und wir sind dann quasi nicht mehr relevant. So oder so wird es früher oder später soweit kommen und dann werden wir es rausfinden. Vielleicht nicht wir persönlich, aber irgendwann wird die Menschheit das machen, weil sie es kann. Garantiert. Naja, auf jeden Fall würden das jetzt wahrscheinlich, hier im Chat ist die Prognose eher negativ, weil wir hier im Westen sind. In Japan wäre die Prognose für so eine Super-KI wahrscheinlich sehr viel positiver. Die stellen sich dann eher so einen Superhelden-Riesen-Mac vor, der die Menschheit rettet. Und wir denken eher an Skynet und so. So ist das eben kulturell geprägt. Na gut. Nächsten Dienstag findet kein Stream statt, ausnahmsweise. Weiter geht's jetzt erst wieder. Jetzt ist eine Streampause im Grunde. Stimmt, wartet mal. Weiter geht's dann nämlich erst wieder am 7. Am 7. April ist dann der nächste reguläre Stream. Vielleicht schiebe ich mal noch einen zwischen. Das ist schon eine lange Zeit. Aber geplant wäre jetzt bis 7. tatsächlich nichts mehr. Ja, mal schauen. Mal schauen. Auf Discord gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Und ansonsten sehen wir sie. Also dann, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich gefreut. Und genau, beim 7. Dienstag, 19 Uhr, wahrscheinlich der nächste Termin. Macht's gut. Bis dann. Gute Nacht. Ja, ihr auch. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.